scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Professor Dr. Irmela Neu vorstelle. Und auch sie bitte, uns zu erzählen zu ihrem Thema. Wer die Irmela nicht kennt, einmal ganz kurz über sie. Sie ist Professorin an der Hochschule München für interkulturelle Kommunikation. Und ihr werdet sehen, bei ihr ist eindeutig die Freude am Neuen, Neugier, Entdeckung. Und das hat sie motiviert, auch nach dem Studium der Romanistik, Französisch, Spanisch, Katalanisch, leider nicht Rumänisch, werde ich mich beschweren, sowie Politikwissenschaften. Doch. Unter anderem. Doch, oh, okay. In Paris, am Institut der National Science Politik, sich auch eine Doktorarbeit zu widmen, die hochaktuell wurde. Und zwar über die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien. Das heißt, ein ähnliches Thema wie jetzt. Und jetzt, wenn wir mal sehen, was sie zu ihrem Thema uns zu erzählen hat, und zwar, das werde ich mal versuchen herauszufinden, ihr Thema ist heute Sinngebung erfordert Sinnlichkeit. Aha. Etwas ist sinnvoll, ergibt einen Sinn. Wie weiß ich das? Indem ich mit allen Sinnen wahrnehme, erfasse und ein Bewusstsein darüber erlange, was es ist. Sinnlichkeit ist Hingabe. Der Verstand erfasst, analysiert, filtert den Sinn heraus. Eine unschlagbare Kombination. Lass uns mal daran teilhaben, Irmela. Ja, vielen Dank, lieber Ovidio, jetzt für deine einleitenden Worte, aber auch für deinen Vortrag oder für deine persönliche Geschichte, die du uns mitgeteilt hast, die du mit uns geteilt hast. Und ich bin noch ganz ergriffen davon. Ich kann jetzt gar nicht so schnell auf mein Thema umschalten, aber du hast ja selbst auch gesagt, dass diese sinnliche Erfahrung, also diese Erfahrung auf allen Ebenen, nämlich der Emotionen, auf der körperlichen Ebene, die Verarbeitung durch den Verstand, dass das etwas für dich sehr Wertvolles war, also auch in aller Trauer oder in aller Freude, beides mischt sich ja auch dann zusammen, auch in aller Neugier auf das Neue. Es kommt immer wieder auch Nostalgie auf, es kommt so, vielleicht so etwas wie Heimatgefühl auf. Und diese Erfahrung hast du gemacht, weil du mit allen Sinnen sozusagen offen warst und hast es deswegen auch so intensiv erlebt, dass es eben jetzt auch noch so etwas ist wie ein großer Schatz, also auch Schatz auch im Geschehen jetzt der vielen Jahre in der Zeit. Und bei Sinnlichkeit, bei diesem Wort, also jetzt mal doch weg von deinem Vortrag, kommt mir natürlich der Zusammenhang, und meistens wird Sinnlichkeit ja auch erwähnt im Zusammenhang von Erotik. Also ein Mensch ist sinnlich. Früher war das dann oft die Frau, von der gesagt wurde, sie ist sinnlich. Das heißt, auf der körperlichen Ebene sind alle Sinne offen, bereit, etwas aufzunehmen und auch etwas zu geben. Und ich glaube, dass diese Offenheit uns die Brücke schlagen lässt zu dem Begriff Sinn. Denn einen Sinn von einer Sache oder von Sinn gar des Lebens kann ich überhaupt ja nur erfassen, wenn ich sehr offen bin, sehr bereit bin, mich auch wirklich hinzugeben und zu erfahren, was meine Umwelt ist, was sich in meinem Leben tut, was ich auch als Schöpferin, als Schöpfer meines Lebens so alles auf die Wege
bringe und einleite, also ein bisschen Selbsterkenntnis im Bereich des Zusammenspiels von Leben und von mir als schöpferisches Wesen. Und das Leben gibt mir immer eine Antwort. Das heißt, der Sinn erschließt sich mir, indem ich ihn mit allen Sinnen erstmal wahrnehme, indem ich mich, ja, hingebe in dem Sinn von Radical Acceptance, also eine Annahme ohne Wenn und Aber von dem, was sich mir bietet. Hier, Ovidio, du hast das angenommen, diese Reise, diese Migration mit allen Sinnen, Wenn und Aber. Und daraus können sich dann auch wichtige Erkenntnisse und wichtige Gefühle, Emotionen entwickeln, die mich dann auch durchs Leben tragen und die mir dann auch neue Perspektiven geben. Und die es mir dann erlauben, in neue Situationen nicht nur hinein einzugehen, sondern sie auch sehr aktiv und sehr gezielt und schön mit großer Freude zu gestalten. Also ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Schlagwort wäre Offenheit im Sinne von sich hingeben, von dem, was ist, dieses aufnehmen und dann in einem schöpferischen Prozess schauen, wie kann ich diese neue Situation jetzt voller Freude und gut gestalten, so dass es mich durchs Leben trägt und wenn was zu verändern ist, dass mir das Leben auch eine Antwort gibt, so dass daraus so ein Prozess entstehen kann, der nie aufhört. Und das ist der Prozess der Lebendigkeit. Insofern ist Sinnlichkeit, Sinn, Offenheit und Lebendigkeit sozusagen ein Vier-Punkte-Programm, mit dem wir, glaube ich, gut durchs Leben gehen können. Und auch das Leben in aller Annahme freudig gestalten können. Und ich würde gerne dazu appellieren, Freude ins Leben zu bringen durch Sinnlichkeit, Sinn, Offenheit und ja, einfach Schönheit. Schönheit des Lebens genießen, Schönheit entfalten. Und mit dem mein Appell für Schönheit, weil das diese vier Begriffe auf den Punkt bringt. Dann würde ich auch meinen kleinen Beitrag schließen wollen und vielleicht ergibt sich noch, haben wir noch Zeit, eine Frage zum Beispiel. Dankeschön an euch, danke an dich, Ovidio, und nochmal danke für deinen ergreifenden Bericht. Der wird mich noch lange auch bewegen und beschäftigen. Ja, danke dir. Also ich habe schon eine Frage, weil ich habe mitbekommen, dass du dich deinen Sinn ergeben hast und sehr aktiv momentan bist in diesem Leben für deine Mitmenschen. Möchtest du uns was dazu erzählen in ein paar Sätze? Aktiv für die Mitmenschen. Ja, ich glaube, dass es also zum Sinn des Lebens gehört, dass wir so miteinander in einem Wir auch aktiv sind, eingebunden sind in Freundschaften. Und das bedeutet immer ein Geben und Nehmen. Also ich gebe etwas, ich bekomme etwas und ich glaube, das ist überhaupt der tiefste Sinn des Lebens, dass wir in einer Gemeinschaft auch ganz bewusst uns zusammenfinden und wenn es denn Konflikte gibt, immer in dem Wissen, der wunderbare Stern der Gemeinschaft leuchtet und auf den können wir uns auch immer wieder zurückbesinnen in der Frage, was ist wesentlich? Müssen wir jetzt über das Spülproblem diskutieren oder gibt es wirklich wichtigere Dinge? Wir können auch mit Humor sehr vieles, glaube ich, gestalten. Und von daher denke ich, dass der tiefste Sinn des Lebens ist die menschliche Mitmenschlichkeit. Und die schließt wirklich alles ein. Nicht nur Menschen, sondern Lebewesen, Natur insgesamt. Und dieses tiefe Gefühl zu entfalten, das bedarf einer gewissen Ruhe und auch einer gewissen konzentrierten Ausrichtung. Und was machst du speziell? Weil du hast jetzt gerade irgendwas Spezielles, was du gerade in der Richtung machst, ne? Och, Oder? ich mache ja, ich bin ja sehr aktiv als Kampfkünstlerin, weil ich finde, das ist eine wunderbare Art, sich weiterzuentwickeln. Ich war sehr intensiv mit Taekwondo aus Korea, ja, und jetzt bin ich im Aikido aus Japan.
Und das ist eine wunderbare Schulung, weil der Körper nicht lügt. Und Aikido wird immer zusammen geübt, zu zweit geübt. Und das heißt, es geht ums Fühlen. Also je mehr du auch trainierst, wird der Verstand sozusagen, ja, ich will nicht sagen gleich besiegt, aber tritt in den Hintergrund und du kannst reagieren, du kannst agieren. Und das wird dann zu einem sehr schönen Zusammenspiel. Und ich habe da hervorragende Lehrer, die eben auch aus der Gesundheitsecke sozusagen herkommen und in dem Aikido jetzt keinen Kampf sehen, sondern ein Miteinander zum Wohle allgemeiner Gesundheit und auch zum Wohle eben dieser Gemeinschaft. Und ich habe da eine sehr schöne Aikido-Community, die ist ja auch international. Ansonsten bin ich auch sehr aktiv im Weltkongress der Ganzheitsmedizin. Ich werde am Sonntag wieder einen Navajo-Indianer übersetzen, Joe Hahn. Und diesmal auf Englisch. Da bin ich sehr mit beschäftigt, weil meine Hauptsprachen die romanischen sind. Übrigens haben wir damals durchaus auch etwas Rumänisch gelernt. Wir hatten nämlich einen Professor für Rumänisch. Also da sehe ich mich jetzt stärker sozusagen, aber ich krieg's schon hin auch mit dem Englisch. Also sowas und da ist natürlich auch eine Gemeinschaft. Also ja, ich finde es immer schön, wenn so Freundschaften eben auch auf so einem gemeinsamen Tun basieren. In meinem Fall ist ja und die Optimisten selbstverständlich. Mai, Viktor hier, unser Optimisten. Ja, der ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Verein und das finde ich wunderbar, weil wir uns auch immer austauschen, unterstützen, reisen auch mal. Ne? Also da könnte auch noch mehr geschehen, aber da sind Freundschaften entstanden, die wirklich tragen. Also ich möchte wirklich für die Optimisten werben, weil das ein ganz besonders liebevoller, freundlicher, lebenszugewandter Verein ist, ohne das Brimborium vielleicht von oder bürokratische Brimborium. Also das ist auch sehr wohltuend und ja, ansonsten tanze ich halt auch so Riyasol, Sonnenseele. Das ist auch eine sehr schöne Kombination von Yoga, kommt aus Indien, aus Auroville. Und das sind auch also sehr, sehr schöne Begegnungen. Die letzten waren übrigens mit Israelis, Israelinnen, die beim Tanz dabei waren. Da kamen sehr schöne Gespräche und auch Freundschaften, ja, dadurch zustande. Und ja, das sind dann so Dinge, die ganz intensiv nachwirken. Da habe ich viel erfahren, auch gerade Frauen in Israel, das waren Offizierinnen, das war mir jetzt auch nie so bekannt. Und was bedeutet das jetzt? Also haben wir einfach viel drüber auch gesprochen und haben Sie das mit dem Tanz auch verbunden? Und also so bin ich eigentlich ganz gut unterwegs. Und ich schreibe jeden Monat in der Online-Zeitschrift Purpose derzeit viel über Grimms Märchen, weil mir das einen unglaublichen Spaß macht und da entdecke ich so viel Menschliches, allzu Menschliches. Also Purpose, da entsteht gerade ein Buch draus. Also, das ist großartig. Das sind einfach so Mythen, die Weisheiten enthalten und die sind auf der ganzen Welt in den jeweiligen Kulturen auch vertreten. Ihr findet das meiste auf meiner Webseite auch, die Viktor betreut. Das auch wieder. Also so, du hast danach gefragt. Also meine Mutter ist auch gerade gestorben, Jean-Marie wie deine im Alter von 102. Und da bin ich natürlich auch sehr stark im Moment eingebunden in das, was zu tun ist. Es war sehr alles sehr bewegend. Sie hat sehr, sehr viel erzählt, Ovidio sehr viel auch von diesen Za oder noch früheren Zeiten. Und das sind so Schätze, die man dann mitnimmt und die lebensprägend sind. Und ich bin sehr dankbar auch darum, diesen Prozess des Sterbens aktiv begleitet haben zu können. Das bewegt mich immer noch sehr. Insofern bin ich auch manchmal gedanklich jetzt nicht so konzentriert, aber im Herzen vielleicht umso mehr.
Das ist dann immer diese Herz-Hirn-Kohärenz, die stimmt mal und mal stimmt sie nicht. Aber bin im Moment gerade auch sehr empfänglich für alles, was so eben auf dieser Sinnlichkeit, auf dieser Sinnlichkeitsebene liegt. Also dieses Aufnehmen eher mit den Sinnen und dem Herzen.